willkommen hier in der Festung Franzensfeste. Wir befinden uns hier vor den zwei großen Backöfen dieser riesigen Festungsanlage, welche zwischen 1833 und 1838 erbaut wurde. Diese riesengroße Festung war für eine Garnison von 1200 Soldaten geplant gewesen. So viele Menschen haben sich nie in dieser Festung befunden, aber trotzdem war bei der Planung natürlich auch die Nahrung dieser 1200 Soldaten sehr wichtig. Und daher entschied man sich, im großen Hauptgebäude der Festung im unteren Geschoss diese beiden Backöfen zu bauen. Diese beiden Backöfen konnten bis zu 500 Brotlaibe enthalten, 250 pro Ofen. Diese Öfen wurden von vier Bäckern angeheizt und das Feuer wurde in der Mitte dieser beiden Öfen gemacht. Wenn man die Fläche der beiden Öfen zusammenrechnen würde, dann käme man auf 6 Quadratmeter Backfläche, was natürlich sehr viel ist. Dadurch konnten die Soldaten täglich 700 Gramm Roggenbrot bekommen. Das ist ein Brotlaib, ungefähr so groß, so wie wir es heute kennen. Und es konnten eben bis zu 500 solche Brotlaibe hier gebacken werden. Die Soldaten, die sich hier in der Festung befanden, aßen, abgesehen von diesem Brotlaib, auch noch ganz typischen Eintopf, das saisonale Gemüse, das hier angebaut wurde und in der Nähe von den Bauern abgekauft worden ist. Dann bekamen die Soldaten auch manchmal Fleisch. Meistens war dieses Fleisch Pferdefleisch von alten Pferden, die keine Funktion mehr hatten. Und außerdem bekamen die Soldaten auch noch 1 bis 1,5 Liter Rotwein am Tag, was sie besonders freute. Hier sind die Winter nämlich sehr kalt, sie waren noch sehr viel kälter und diese Soldaten warteten den ganzen Tag auf einen Feind, der nie kam und mussten dann natürlich auch ihre Zeit totschlagen. Daher war dieser große Backofen hatte eine sehr wichtige Funktion hier in der Festung und daher war er auch einer der einzigen Objekte, die auch ihre ursprüngliche Funktion wirklich durchsetzen konnten.